waren die letzten Meter im Wettlauf um den Preis. Die Lunge brannte, das Herz raste und es war so heiß. Doch blieb er trotzdem dran, er überwand die Qualen. Auf dem Siegetreppchen schien der Preis sich auszuzahlen. Sie wollte so gern tanzen, nahm darum Unterricht. Verbrachte so viel Zeit damit, doch resignierte nicht. Beim großen Wettbewerb, da gab sie alles rein. Als sie gewann, strahlte sie so wie ein Sonnenschein. Warum erzähl ich das? Naja, es macht doch Sinn. Wenn wir nur einmal richtig dran geblieben sind, war uns fast nicht so möglich, konnten wir so viel schaffen. Zu schade, dass wir das trotzdem so oft nicht raffen. Dann würden wir es raffen und nicht mehr resignieren. Da könnte durch uns auf der Erde Großes passieren. Durchbruch erst zu Hause und dann in der Welt. Vom Niemand zum Jemand, vom Boomer zum Held. Stay tuned, stay tuned. I hear you speak. But this trouble sounds so big. Zu der Menschheit, die in uns neu entflammte. Wir sehen die Qualen, sehen das Leid um uns herum. Und endlich nach so langer Zeit fragen wir, warum? Mach uns zu unserer Sache und lassen nicht mehr locker. Hau mit uns und dran, bleibe jeden vom Hocker. Wer hätte bloß gedacht, welche Kraft in uns steckt, die nur Gesamtbewusstsein und das Herz in uns weckt. Mit einer Leiterstrategie haben sie ihn erdacht. Der Plan, der schon seit Jahren hier die Welt zur Hölle macht. Drum ist jetzt höchste Zeit, unser Schicksal zu wenden und per kurzer Strategie ihr Unterfangen zu beenden. Gestern waren wir 10, heute 100.000. Morgen weht die Erde, wir erobern sie brausen. Nichts kann ihn mehr stoppen, den Tag, der nun erscheint und die ganze Menschheit in der Wahrheit vereint. Stay tuned, stay tuned. I hear you speak, but the troubles are so big. Sie nennen, wie du willst, die Kraft, die uns vereint. Gott, Bruder, Kosmos, Natur, wie du meinst. Fakt ist aber, dass die Kraft sich rasend verbreitet, uns gemeinsam ausrichtet, uns gemeinsam leitet. Doch vergiss nicht den Sportler und das Mädchen beim Tanz. Und bleib stetig dran, auch wenn du nicht mehr kannst. Denn kurz vor dem Ziel hat schon so manche aufgegeben. Und halte fest am Ziel, denn das Ziel ist das Leben.